Manchmal im Alltag fühlen wir uns leer, wir fühlen uns träge, wir haben nicht so Energie, wir mögen am Morgen nicht richtig aufstehen, wir kommen nicht so richtig in Schwung. Vielleicht fühlen wir uns aber auch ein bisschen unselbstsicher in gewissen Momenten. Es ist so, dass wir in uns innen ein Powerhouse, also wirklich so ein Kraftwerk, könnte man sagen, in uns hineintragen. Und zwar, das befindet sich da überhalb vom Bauchnabel. Dem Bereich sagt man auch Solarplexus. Und in dem Solarplexus, dort haben wir ganz viele Nervenbahnen, die dort enden. Und dort haben wir wirklich so ganz viel Kraft in uns hinein, wo wir zum Teil aber wirklich vergessen. Darum, wie können wir das Kraftzentrum in uns hinein stärken? Wir müssen zuerst ein bisschen verstehen, was das für ein Kraftzentrum ist. Hinter dem Kraftzentrum verbirgt sich unsere Verdauung. Und zwar, das ist der Ort in unserem Körper, wo Essen umgewandelt wird in Energie. Also erstens ist also eine gute Verdauung ist wichtig, dass da das Verdauungsfeuer, wie man manchmal auch sagt, dass das richtig gut brennen kann. Also dass das, was man isst, wirklich alles kann verbrannt werden und in Energie kann umgesetzt werden. Das gibt uns natürlich auch wieder mehr Power, wenn wir mehr Energie zur Verfügung haben. Wie kann ich also die Energie in mir stärken? Energie an sich ist wahrscheinlich mit dem Element vom Feuer verbunden. Also wie kann ich das Element vom Feuer in mir stärken? Das ist also alles, was uns zum Schwitzen bringt, alles, was das innere Feuer empfacht, das hilft uns, das Zentrum zu stärken. Sei es also rennen, schwitzen, boxen, alles, was wir machen, alle Aktivitäten, die wir machen, wo wir anfangen heiß zu bekommen, wo wir anfangen zu schwitzen, das hilft uns, das Energiezentrum anregen. Regt natürlich auch die Verdauung an. Eine andere Art, wie wir in das Zentrum wieder Energie hineinbringen können, ist, wenn wir uns Sachen wagen, wo wir ein bisschen Angst davor haben. Also etwas zum ersten Mal machen, wo wir so ein bisschen recht viel Mut brauchen. Und wenn wir dann uns wagen, dann haben wir meistens so ein totales Adrenalin-Flash und wir merken so, wirklich, wir kommen wieder mega viel Energie durch das über. Wir kommen aber auch mehr Selbstvertrauen und mehr Selbstsicherheit durch das über. Also sei es mal den Bungee-Jump machen oder vielleicht ist es auch einfach vor Leuten anstehen und einen Vortrag halten oder vor Leuten anstehen und singen oder musizieren oder es gibt so viele Sachen, die uns insgeheim mega fest irgendwie so Angst machen und uns hemmen. Und so genau die Sachen, die wir eigentlich nicht machen wollen, die Sachen angehen und doch die Sachen machen und wirklich, da wachsen wir dran, da schöpfen wir extrem viel Energie draus und hilft uns wirklich so das Zentrum, das Kraftzentrum wieder anzuregen. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass wir manchmal, wenn wir Wut empfinden und hässlich auf etwas sind, dann tun wir das manchmal so ein bisschen abschlucken und geben dem gar nicht so Platz, weil je nachdem hat das in dem Moment im Geschäftsleben jetzt nicht so Platz, vielleicht hat es im Privaten nicht so Platz und wir tun die Wut wirklich so ein bisschen da runter schicken. Wichtig ist aber, dass wir die rauslassen können. Vielleicht nicht gerade in dem Moment, wo wir eine Auseinandersetzung haben, vielleicht mit unserem Chef oder mit unserem Lebenspartner, sondern nachher, dass wir wirklich die Wut in uns rein können, auf eine konstruktive Art und Weise rauslassen können. Sei das, indem du gehst boxen und einen Boxsack hast und dort einfach kannst alles rauslassen kannst. Vielleicht ist es aber auch dort eine gewisse Sportart, wo dich eben, vielleicht ist es ein Rennen, wo du gehst joggen und dort kannst du eigentlich die Energie rauslassen. Vielleicht ist es aber auch einfach in den Wald hineingehen und schreien und in dem Sinne die Energie dort rauslassen können. Also wir haben wirklich verschiedene Möglichkeiten, um zu viel Energie, zu viel Feuer in uns rauslassen können und somit uns nachher auch wieder besser und ausbalancierter zu fühlen. Ich wünsche dir viel Spass so im Ausprobieren oder im Beobachten von dem Energiezentrum und ein bisschen die Sensibilität zu entwickeln, dass du manchmal merkst, so, heute bräuchte ich etwas mehr Energie oder heute habe ich recht viel und muss Weg finden, um die Energie rauszulassen. Darum viel Spass beim Ausprobieren und wir sehen uns wieder in der nächsten Woche.